Herzlich willkommen hier wieder zurück zu der weiteren Ausgabe von EDF6. Ich begrüße euch herzlich hier wieder zurück. Und ich würde sagen, wir haben bis jetzt 22 Minuten gespielt. Ich weiß nicht, 56 Minuten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich würde sagen, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben bei Mission 5 und 6. In der letzten Folge haben wir die zwei gemacht, dann haben wir die zwei und dann kommt jetzt die zwei dran. Und wir spielen immer noch mit der Wing Diver. Wir haben ja neue Waffen eingestellt. Aber da können wir noch mal ganz kurz mal reinschnuppern, ob wir da was Neues reinmachen können. Stimmt, das hat es nicht gespeichert, merke ich gerade. Das ist aber schlecht. Okay, wir haben ja den Bogen. Den probieren wir uns mal aus. Und diese Waffe. Sonst haben wir hier den Turbo Core. Und da würde ich einfach sagen, gehen wir mal auf die Granaten, die ich bis jetzt nie verwendet habe, warum auch immer. Aber gut, okay, dann probieren wir mal mit der neuen Waffe in der neuen Mission. Mal gucken, was da für Gegner auf uns zukommen. Und wenn euch das Format natürlich immer wieder gefällt, dann liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, Support ist kein Mod. Let's go auf normal. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Gut. Okay, das ist eine Waffe, wo ich wahrscheinlich nur mit Ziele machen kann. Oh, okay. Wow. Was ist das denn für eine Waffe? Ist das... Ich dachte, die schießt durch. So, hui. Oh, die ist nicht schlecht. Kann man Dauerfeuer machen? Interessant. Ja. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Überall Larven hier. Schon mal sehr interessant, der Waffenstil. Aber die haben keine Chance. Oh, da sind jetzt... Okay. Die sind überlastet. Okay, die sind eingekesselt anscheinend. So, jetzt ist er down. Okay, ich weiß nicht, was der für Probleme hat. Was stimmt mit dem ich? Ey, geil, okay. Gut. Kann man mal machen, ne? Der dreht halt einfach mal durch. Ah, okay. Da muss man echt aufpassen mit der Energieversorgung. Cool. So, wir gehen mal kurz in die Lüfte, gucken, ob irgendwie eine grüne Kiste zu sehen ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Kurz aufladen. Aha. Nein, noch ein Ei. Da sind hier überall Eier. So, da ist wieder so ein Frosch. Der mag das nicht so ganz. Merkt man. Ja.
Okay, Energieversorgung. Das ist... Ja, die Waffe ist toll, definitiv. Aber... mit dem Energie ist es ein bisschen... Da muss man Management. Sonst hat man hier starke Probleme. Oh, das sind ja ganz schön viele. Ich hoffe, die schlüpfen eher besser. Weil alles einzeln abschießen und rausholen, ja, ein bisschen doof. Aber wir machen auf jeden Fall die Escort-Mission hier mal weiter. Ja, wo ist der hin? Der Frosch. Der Frosch ist weg. Ja, von wo? Da oben hockt der. Fall du mal runter, ich lande mal hier. Down. Aber was ist jetzt hier los? Hier schlüpfen sie alle jetzt oder wie? Okay, der hängt übelst hat irgendwie der Grafik fest. Gut, da kommen ja noch mehr. Mit grüne Kiste sehe ich gerade. So, wir haben sie. Okay, komplett zerlegt. Oh, der Bogen ist schon gut. Für mehrere bestimmt. Wenn man sie zerlegen kann. Er lebt immer noch. Okay. Hä? Wieso? Von was denn? Da ist eine grüne Kiste gefallen. Ja, darf ich? Dankeschön. Okay. Fahren wir mal zurück. Fliegen wir mal zurück. Fahren wir zurück. Mhm. Alles klar. Okay, scheint sich nicht weiter zu bewegen. Wir werden versuchen, mal die ganzen Eier mal nicht alle so zu öffnen. Okay, die Musik hat sich geändert. Bleib du hier.
da kommen sie. Die sind sauer. Ich hab auch. Oh, die Waffe scheint sehr effektiv gegen die Ameisen zu sein. Okay. Läuft doch ganz gut bis jetzt, ja. Okay, dir. Okay, die Tankstelle geht anscheinend nicht in die Luft. Okay. Haufenweise grüne Punkte auf der Karte, aber nichts davon, was wirklich nötig ist. Ja, haut ab! Nicht mit mir. Eieieiei. Irgendwie Eier, wie weit ich schießen kann. Das ist ja mal nicht schlecht. Also die Waffe hat echt eine gute Reichweite. Ja, wahrscheinlich steht gerade das Haus im Weg. Aber irgendwann geht das Haus auch down. Irgendwann muss es ja down gehen. Oder auch nicht. So, dann müssen wir doch wohl runter. Eigentlich, dass es keinen Fallschaden gibt. Weil dann wäre es richtig mies. So, der ist auch weg. Dann müssen wir wohl doch die ganzen Eier alle zerlegen. Ach, das ist da oben. Wo bist du hin? So, weg damit. Hat irgendwas fallen gelassen? Nee. Ah, müssen wir jetzt wirklich alle Eier zerstören? Na, das wird ja jetzt doof. Warten. Energie aufladen. Wir brauchen definitiv mehr Energie für den Wing Diver. Sonst sieht es ein bisschen schlecht aus. Oh, da ist noch eine Schildkröte. Das sieht mich nicht.
Oder sind ja mehrere. Zerlege dich in Einzelteile, mein Freund. Die sind sauer. Das wäre ich auch, wenn ich mit so 1 Million Volt die Fresse kriegen würde. Okay. Kann ich ein bisschen Armor? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche ja Heilung. In die Enge gedrückt. Okay. No change. Ist schon bitter, oder? Das ist echt bitter. Ich bin so der Quäler. Schlecht wecken. Überraschung von rechts. Okay. Schon down. Oh. Ja, ich muss echt aufpassen. Ich darf mich selbst nicht killen. So, ich brauche jetzt Heilung. Da vorne ist Heilung. Da unten war auch noch einer. Auf jeden Fall sind da noch ein paar rote Punkte zu sehen. Dann müssen wir aber auf jeden Fall mal durch. Oh. Das war's schon. Was, die City ist wirklich wunderschön? What the hell? Was verstehen die unter wunderschön? Oh mein Gott. Aber egal. Ja, die Mission war jetzt nicht so berauschend. Naja, kann man aber nichts machen. So, mehrere Waffen Level up und was Neues. Plasma Big Cannon bekommen. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die irgendwo finden. Die haben wir, ist auch neu. Plasma Big Cannon. Nehmen wir mal die, das ist Level 1 sogar. Und die kennen wir ja schon in der Hinsicht. Die Waffe. Ja, ist nicht schlecht, aber verbraucht viel zu viel Energie. Da würde ich sagen, warte mal, wir machen das anders. Den Bogen müssen wir erstmal rausmachen. So, nehmen wir die. Dann sollte das passen. Dann gehen wir gleich zur nächsten Mission. Die Nummer 6 hier. Good News. Das ist ein easy Job. Ja, da bin ich mal echt gespannt, ob das wirklich so easy wird oder auch nicht. Fight to escape from the net. Okay. Ich flieg schon mal vor. Wegen diesen Haufen. Okay. Triff dich mal! Ist auch nicht so eine Farbe für weite Entfernungen. Oh Gott, die Waffe ist ja echt schlecht. Okay, dann bleiben wir doch bei der hier. Ich glaube, die macht jetzt für momentan gegen die Ameisen sowieso mehr Sinn.
Sollen sie ruhig alle kommen. Der Bogen der Gerechtigkeit. Arrowhead ist am Start. Das sehe ich gar nichts mehr. Ich glaube, die Waffe ist gemein. Aber ich muss halt selber aufpassen, dass ich mich nicht selber elektrisiere. Also immer schön in Entfernung bleiben. Okay. So. Okay, da brauche ich gar nichts mehr machen. Das ist in dem Sinne schon erledigt. Was ist das denn hier? Kaufautomaten. Okay. Was willst du? Okay. Gucken wir mal, ob wir was fliegen gelassen haben. Nö, alles klar. Von da kommen sie. Von der Übersicht. Na, auch wieder Ameisen am Start. Okay. Ja, sollen wir das alleine machen oder sollen wir auf die Leute warten? Ich würde sagen, komm, machen wir mal. Ein bisschen Action hier. Hallo, ich bin da, wer noch? Ich glaube, die Waffe sollte ich vielleicht hoffentlich, sagen wir so, ich wollte gerade sagen, leveln. Die kann ich ja nicht leveln, aber wenn ich eine neue Waffe kriege mit dem Bogen, eine bessere Version, oh, das wäre schön. Von rechts kommt er auch. Ah, ein Hinterhalt war das wahrscheinlich von denen. Damit hätte da gar keiner gerechnet. Da kommen noch mehr. Ich glaube, das hört nicht auf. Aber hinten auch noch. Ja, easy job, ne? Wie hieß es am Anfang? Easy. War ja gut, dass ich die Waffe hier wenigstens mit eingepackt habe. Lass mich nicht unterdrücken hier. Mal die Reichweite da fahren. Da ist noch eine grüne. Und da auch noch.
Okay, da kommt die nächste Welle anscheinend. Ja, kommt hier. Ich bin da, wer noch? Die Energie nehmen. Okay. Komm da runter. Keine Ahnung, was er da oben will. Aber gut. Ja, was denn du? Komm jetzt, schrei ja nicht so rum. Ich bin noch da, wer noch? Ich helfe euch alle. Ja, nehmen sie doch. Ja. Da ist auf jeden Fall noch einer. Oh, was kommt da angeflogen? Bienen? Nimm das. Ja, ich kann auch fliegen. Oh, das sieht ja echt schön aus hier. Das ist ja mal toll. Aber ich habe halt nicht unendlich Power. Das hat einen Nachteil. Ja, für den Sommer ist es richtig gut, ein bisschen Frust rauszulassen, wenn man keine Bienen mag. Oder eine Tierallergie hat oder eine. Wie nennt man das? Wenn man halt so einen Ekel hat vor Tieren, dann ist das Spiel richtig gut. Oder eigentlich auch nicht. Aber man kann hier wirklich mal sagen, hier kann ich spielen, ohne dass mich ein Tier irgendwie beißt oder mich an der Haut nervt nachts. この数、巣があるのかもしれません。面倒なことになった。
Hey, Mission Clear. Sehr schön. Yay. So, Plasma Core. Wir haben wieder haufenweise neue Waffen und ein Level abbekommen für die Waffen. Sehr schön. Aber wir kriegen immer Armor, Rises HP, 1-3, Wingdiver. Level up. Okay. Einige Sachen haben wir gesammelt, das ist schon mal sehr gut. Das ist prima sogar. Ich frage mich aber, wann man irgendwann, ob man überhaupt Outfits bekommt für das Spiel. Das ist immer so eine Sache. So. Wii. Das sieht ja mal interessant aus. Plus 6. Nehmen wir einfach mal. Nur als Test. Für den nix. Okay. Jo, dann nehmen wir gleich das Ding auch in die Hand. Einfach mal testen. Aber die Granaten sind halt scheiße. Nehmen wir die hier mal. Den Level 2. Level up für den Core. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall auf die 7 und die 8. Und dann ist es bald schon vollbracht, dass wir die 10 erreichen. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. Und ja. Checken wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn sofort ist kein Mod. Tschüss.